Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Durchaus verspätet stelle ich euch die Algier Da Vinci Code Deluxe Box vor. Die habe ich mir jetzt bei Mediamarkt gegönnt, stimmt. Für 37,99 €. Bei Amazon kostet die, glaube ich, 2 Euro weniger. MILF Hunter Records präsentiert. Ja, das ist auf jeden Fall was man auf dem Schirm haben sollte. Wie gesagt, ich kann ja nicht bei Amazon bestellen, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls, Algier ist für meine Meinung nach eigentlich so der coolste Deutschrapper. Das ist einer mit einem Image, was halt fast schon seine Musik übersteigt. Und ja, musst du erstmal schaffen. Wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall mal die ganzen Blogs und so anschauen, die Da Vinci Code folgen. Sehr, sehr sehenswert. Was ich jetzt hier wirklich sagen muss, ich habe noch nichts von dem neuen Album gehört. Also, ich glaube, es ist ein drittes Album, also wieder mal Angeklagt und Milfahrt, oder wie das erste hieß, weiß ich gar nicht mehr. Die habe ich ja auch beide, aber er macht so selten was. Da verliert man das manchmal aus seinem Sichtfeld. Ist halt wie bei Favorite zum Beispiel. Rappt der überhaupt noch? Nee, ist jetzt kein Diss oder so. Ist halt normal, dass wenn man jetzt nicht jeden Tag, jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein Album raushaut, dass man dann etwas weniger auf dem Schirm der Leute ist, aber wie er auch selbst, glaube ich, gesagt hat, gut Ding will Weile haben, zum Beispiel, also hat durchaus seine Berechtigung, dass es hier etwas länger dauert. Jedenfalls haben wir hier für um die 35 Euro, weil es ja eigentlich etwas weniger kostet, diese Box. Und ja, ich habe dann mal auf Amazon geschaut. Es gibt einige Inhalte neben dem T-Shirt und da dachte ich mir, ja, die muss auf jeden Fall sein. Wir haben hier sein wunderschönes Maul, dann Algier, DVC und MILF Hunter Records präsentiert, einige Waffen auf ihn gerichtet, beziehungsweise ja, sehr viele rundherum. Algier, Da Vinci Code, MILF Hunter, nix und nix. Und hinten nur, dass es von Distri ist und ja, 2018 sogar. So lange ist das her. Wow. Gut, jetzt gucken wir doch einfach mal hier rein. Und wir fangen nicht mit dem T-Shirt an, das wird den Schluss bilden. Alter, die Junge! Geil! Das hätte ich jetzt aber auch nie gedacht. Also hier ist wirklich eine Packung Goldbeeren drin. Das heißt, das ist eine von, soweit ich weiß, glaube ich, 3 Deluxe-Boxen oder 4, die es jemals gab, wo Lebensmittel drin waren. Das macht sie sehr besonders. Okay. Jeder sollte jetzt wissen, was diese Goldbeeren zu bedeuten haben. Ich hoffe, ihr wisst das auch. Wer es nicht weiß, schreibt es in die Kommentare, ihr werdet bestimmt aufgeklärt. So, auf jeden Fall absoluter Klassiker und auf jeden Fall sehr feierbar. Gut, als nächstes haben wir dann ein Schlüsselband, das so aussieht. Ja. Okay, MILF Hunter steht hier immer wieder drauf, schwarz-weiß das Ganze gehalten. Und hier haben wir noch so ein Clip am Nacken. Da kann das Ganze dann auf den Nacken von demjenigen gehen, der es trägt. Gut, CDs machen wir auch gleich. Hier haben wir noch die Karte. Oh, jetzt habe ich wieder den Code gezeigt. Ich habe, ist mir eigentlich auch egal. Könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Hier haben wir die MILF Hunter Platinum Card. Ich weiß gar nicht, was man genau damit machen kann. Hier, wer es zuerst einlöst, der hat glaube ich 10% oder so, keine Ahnung. Das ist hier die Karte, die da drin ist. Schick. Ja. Die sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Da kriegt man, glaube ich, irgendwelche Vorteile im Fanshop. Kauft mehr Merch. Okay, dann haben wir diese Autogrammkarte. Das Autogramm ist echt schick. Ja. Gefällt mir auch sehr gut so vom Design her. Rückseite weiß. Perfekte Autogrammkarte, so muss das sein. Wünsche ich mir in dieser Art und Weise in mehr Deluxe-Boxen. So, und das Poster. Dann war die Box schon ausgeschlachtet sozusagen. Also alleine das kann man sich schon aufhängen. Okay, gucken wir mal. Ist beidseitig bedruckt, ist das Vieh? Nein, nur einseitig bedruckt. Und ja, haben wir es. Ich mag die Grafik, weil die so einfach ist eigentlich. Hier rechts oben. Und dann der gute Mann, einfach so eine Studioaufnahme in einem Attack-Hoodie am Handy hängend. Wahrscheinlich die Typico-Quoten am Checken.
So sieht er aus. Sie sieht das Poster aus, uns in Blau gehalten. Einfacher geht's eigentlich gar nicht. Sieht eher so aus von irgendwie von 2001 so ungefähr. Geil. Aber bei ihm ist irgendwie feierbar. Ich weiß auch nicht. Bei anderen hätte ich jetzt gesagt, einfach nur billiger Mist. Aber irgendwie gefällt mir das, weil das einfach passt so. Tut mir leid, dass ich jetzt diese Unterschiede mache, aber ich begründe das ja auch. Okay, wir haben hier dann zwei Platten mindestens. Und zwar, warte mal, das Messer. Hier. Geht wieder schwer auf. Die MILF Hunter EP. Ich bin aber auch zu doof. Okay. So, das hätten wir. Und dann hier das Album. Achso, die sind so eingepackt. Ist, jede andere CD ist halt von unten verpackt und die ist von der Seite. Ach, egal. So, da haben wir immer das Album und dann diese MILF Hunter EP. Aber wenn wir das erstmal geknackt haben, das Ganze. So. Kann ja auch sein, dass der hier irgendwelche Fallen versteckt hat. Weißt du, was mit diesen Gummibären noch passiert ist? Also, ich will es gar nicht wissen. Ich werde sie lieber nicht zerspeisen. Also, so. Ja. Zumindest schnappt ihr mir irgendwie eine Mausefalle zu oder so, wenn ich jetzt das öffne. So. Gut, da haben wir hier die MILF Hunter EP. Ja. MILF Hunter Records präsentiert, das Logo. Und wir haben Lass mal mit Basultan Hengst. Alles ist Routine mit MC Boogie. Und ich muss Feed J. Riff und MILF Hunter Schweiz mit Cupcakes fahren. Snip, Zeta, Kadra und Milo der Pusher. Okay, das sind vier Bonus-Tracks sozusagen. Die CD liegt ja schon hier draußen. Die ist ganz aufgeregt und will unbedingt ans Tageslicht. Booklet gibt es nicht. Okay, das ist die magere Bonus-LP. Und dann haben wir das Album. Hier ist es. Ja, Cover kennen wir ja schon. Mehr oder weniger. Das ist auch ganz cool eigentlich. Dann haben wir 15 Tracks, also insgesamt 19 in der Box. Das ist auch gar nicht mal so wenig. Features haben wir Schwester Eva K1, Akkurat, Farid Bang und Kollega und Basultan Hengst sowie K1 nochmal und Mosch 36 und dann am Ende nochmal Michel Mendes. Also ziemlich viele Features vergleichsweise, dass er auch schon ein Album ganz alleine rausgebracht hat, so ungefähr. Also fast allein halt, aber glaube ich nur Farid Bang immer drauf und Cupcakes. Ja, das gefällt mir auch sehr gut, dass hier die Instrumentals hinten mit drin sind. Sehr schön, bitte macht das mal nach. Das geht so an die anderen Rapper, das finde ich nämlich sehr geil. Gut, dann haben wir hier ein paar Studioaufnahmen. Ja. Und dann halt ein paar Infos zu den Songs. Haribo, Goldbeeren und Cola. Danksagung. Ich müsste mehr Leute beleidigen, anstatt zu danken. Deswegen danke ich nur Gott, meiner Familie und meinen Fans. Das ist eine ehrenwerte Danksagung. Sehr schön. Gefällt mir. So gefällt mir das wirklich. So. LG auch sehr sympathisch übrigens in Interviews. Hab mir letztens einiges angeschaut. Ja, muss ich sagen, der Mann sollte mal ein bisschen mehr aktiv werden. Also nicht nur musikalisch, sondern auch im Allgemeinen. Schaue ich mir gerne an, die Sachen, die er so im Internet verbreitet. Okay, das T-Shirt auf den ersten Blick. Hochwertig. Geiler Stoff. Hier ist nur so ein L hinten drin. Oh ja, das T-Shirt ist nicht schlecht. Auf der Rückseite haben wir LG stehen. Alleine das kostet schon viel. Also, das ist immer sehr teuer zu machen, so im Goldglitzern. Also, sieht aber auch geil aus. Also, ist jetzt nie kitschig oder so. Das gefällt mir. Der Stoff ist sehr geil. Also, ist auf jeden Fall ein T-Shirt, was so in den obersten 20%, was das angeht, mitspielt von Deluxe Boxen. Auf jeden Fall steht das über den meisten anderen T-Shirts, die in solchen Boxen sind. Größe L haben wir. Ich sehe mich schon mal aus. So. Ja. Rest in Peace. Auf jeden Fall. Kann man es lesen? Ja, jetzt kann man es lesen. Gut. So. Und wir haben hier diese Krone. Mit dem C. Steht das für Türkei oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Ich glaube, das ist steht für den türkischen König. Ich bin mir jetzt aber unsicher. Also, ich will jetzt nicht, weil das ist auch so ein Halbmond. Interessant auf jeden Fall. Dann haben wir MILF Hunter hier. Mir gefallen die Farben auf jeden Fall. Dieses Weiß und dann dieses glitzernde Gold mit etwas dunklerem. Ich weiß aber nicht, für was das Logo jetzt steht. Das ist ein O, das ist ein M und G. MILF Hunter MG oder. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht deuten. Ist aber nicht so wichtig. Hauptsache, wir sehen mich jetzt gleich, wie ich dieses T-Shirt überstreife. Oh Gott, das ist wieder so. DJ unprofessionelle Kameraführung. Das ist mein Künstlername übrigens.
So, sollte das gut sein. Aber hier ist noch ein Staubkorn. Oh, geil. So, jetzt ziehen wir das Ding jetzt mal an hier. So, hier haben wir doch ein Schild in der Seite unten drin. Und zwar ist das 100% Baumwolle von links waschen und bügeln. Okay. Build Your Brand GmbH. Okay, sogar ein deutsches Fabrikat. Aber es ist hergestellt in Bangladesch. Okay. Naja, wie auch immer man das jetzt zu bewerten hat. Also, was ich gerade gesagt habe. Oh ja. Schöner Schnitt, passt gut. Also, das ist ein T-Shirt, das man wirklich anziehen kann. Guckt mal so in den Nacken. Sieht ganz geil aus. Und guck mal die Schnittform. Es ist jetzt nicht sonderlich eng anliegend, aber das ist halt geil gemacht. Also, das kann man wirklich tragen. Qualität ist top. Und, das sieht auch ganz nice aus eigentlich. Also das T-Shirt feiere ich auf jeden Fall. Hat definitiv Merch- und Fanshop-Qualität, was das angeht. Also, ja, nice. Geil. Gefällt mir sehr gut. Gut, dann fassen wir jetzt mal diese magere Box hier zusammen, die ich aber gar nicht so mager finde eigentlich. Ganz im Gegenteil. So. Ja. Also ich höre mir sowieso noch mehr oder weniger ausgewählte Boxen, weil ich keinen Bock habe, einfach jeden Mist zu unboxen. Und ich habe auch gemerkt, euch interessiert ja auch nicht alles. Und da bin ich auch ganz froh drüber. So, da haben wir jetzt hier eine Box für 35 Euro, was vergleichsweise gar nicht mal teuer ist, weil viele schon viel mehr Geld verlangen dafür. Wir haben die Box, die cool designt ist, dann Poster, die Autogrammkarte, die Gummibärchen, hier diese Milf Hunter Platinum Card, dann haben wir das Schlüsselband, Album mit Instrumentals und die EP, also 19 Songs und das T-Shirt von einer nicen Qualität. Box gefällt mir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos und wir sehen uns zeitnah wieder. Euer Max L. Gierberg.